Assalamu alaikum, ich heiße Talha. Assalamu alaikum, mein Name ist Sulaiman. Und das hier sind Mama und Papa. Hey, ich bin Amr. Und ich bin Zainab. Das ist unsere Katze Nono. Und zusammen sind wir die Familie Bahimi, Afrika-Abenteuer. So, meine lieben Geschwister, das war der heutige Vortrag. Danke für euer zahlreiches Erscheinen. Habt noch einen wundervollen, gesegneten Tag und bis zum nächsten Gebet, inshallah. Hey Amr, sollen wir vor der Arbeit noch eine Kleinigkeit essen gehen? Hört sich gut an, ich bin dabei. Kinder, ihr könnt natürlich auch mitkommen. Ja, cool. Talha, ist alles okay? Du wirkst so nachdenklich. Der Vortrag gerade eben hat mich auf eine Idee gebracht. Es ging ja darum, wie man Geschwister helfen kann, die nicht so viel haben wie man selbst und dass eine Spende eine gute Tat ist. Genau, gut aufgepasst. Was hast du denn für eine Idee? Wie wäre es mit einem kleinen Backwettbewerb? Diejenigen, die mitmachen möchten, bringen einfach nächsten Freitag etwas Gebackenes mit, was verkauft wird. Und das gesammelte Geld wird gespendet. Wer das meiste verkauft, hat den Backwettbewerb gewonnen. Was gewinnt man denn? Die große Ehre, den nächsten Sadaka-Wettbewerb aussuchen zu dürfen. Hey, das ist wirklich eine tolle Idee, mashallah. Ach, wir können doch gar nichts backen. Aber Mama kann's. Die hilft uns bestimmt. Na, das denke ich doch auch. Na kommt, wir gehen was essen und dann hängen wir einen Zettel hier auf, sodass alle Bescheid wissen. Den Imam müssen wir natürlich auch noch fragen. Der wird die Idee bestimmt auch toll finden, inshallah. Etwas später zu Hause. Ein Backwettbewerb. Was für eine tolle Idee. Wisst ihr was? Wie wäre es, wenn wir uns ein Rezept aussuchen mit Zutaten aus der Sunna? Das heißt also auf jeden Fall mit Honig und Datteln. Genau, und Feigen könnten wir zum Beispiel auch verwenden. Das hört sich jetzt schon total lecker an. Oh ja, ich liebe Feigen, das wird bestimmt lecker. In der nächsten Woche. So, ihr Lieben, also wir machen für morgen einen Blechkuchen mit Honig anstatt Zucker und mit Datteln und Feigen. Talha, hol mal das Mehl, Butter und Backpulver. Und Suleiman, wir brauchen Honig, Datteln, Feigen und Eier. Subhanallah, das riecht ja gut. Ich kaufe morgen gleich den ganzen Kuchen. Ich bin auch schon gespannt, wie der schmeckt. Riechen tut es sehr gut. So, ich verabschiede mich zur Arbeit. Bis heute Abend. Salam alaikum. Bis dann, Schatz. Wa alaikum salam. Viel Spaß. Hey, liebe Kinder, wisst ihr was? Play Muslim gibt es nun auch auf Englisch. Lasst uns doch hier auch ein Abo da. Wir würden uns sehr freuen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und nun geht es weiter mit dem Video. Viel Spaß dabei. Wenn euch das Video bisher gefallen hat, lasst uns doch kurz ein Like da. Assalamu alaikum allerseits. Wa alaikum salam, lieber Amr. Na, was steht an? Hey, schaut mal, was ich gerade aus dem Briefkasten gezogen habe. Was ist das? Hier steht, diese Sadaka ist für die Wildtierstation. Danke für die tolle Arbeit im Reservat. Möge Allah sie segnen. Und kein Absender? Kein Absender. MashaAllah, möge Allah dem Spender nur Gutes zurückgeben. Allahumma amin. Amin. Assalamu alaikum. Puh, das war ein langer Tag mit einigen Patienten. Walaikum salam, Schatz. Ruh dich aus. Das Essen ist gleich fertig. Na, wie war die Arbeit, Papa? Sehr schön mal wieder, alhamdulillah. Wir haben heute eine anonyme Spende bekommen für die Station. Oh, wie cool. Anonym heißt, man weiß nicht von wem, oder? Ganz genau. Wieso macht man das denn anonym? Warum tust du gute Dinge? Um jemand eine Freude zu machen. Auch. Aber unsere wichtigste Absicht sollte immer sein, dass Allah mit uns zufrieden ist und uns durch seine Barmherzigkeit einen Platz im Paradies gibt. Was könnte jetzt passieren, wenn jemand was Gutes macht und es alle sehen? Er wird gelobt werden und seine Absicht, es für Allah zu machen, könnte kaputt gehen, weil es ihm gefällt, von den Menschen gelobt zu werden. Sehr schön erklärt, Talha. Ach so, der Spender will, dass seine gute Tat wirklich nur zwischen ihm und Allah ist. Ganz genau. Essen ist fertig. Am nächsten Tag in der Moschee.
Zeynep, euer Kuchen war so lecker, Mashallah. Oh, eure Torte war auch so gut. Alle Kuchen und Leckereien wurden tatsächlich verkauft. Gleich wird der Sieger bekannt gegeben. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Danke für die Teilnahme an unserem ersten Gute-Taten-Wettbewerb. Allahumma barik, möge Allah den Ideengeber reichlich belohnen, sowie alle Geschwister, die gebacken und gekauft haben, mit der Absicht, Allah zu gefallen. Der Gewinner ist die Familie Bachil. Außerdem habt ihr euch alle dafür abgestimmt, für ein Waisenhaus zu spenden. Allahumma barik, diese Spende werden wir anonym abgeben. Möge Allah euch belohnen. Hey, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Das heißt, ihr könnt nun den nächsten Wettbewerb bestimmen. Oh ja, da werden wir uns bestimmt was Lustiges ausdenken. Wir haben bestimmt nur gewonnen, weil meine Frau sich nicht entscheiden konnte und so mega viel gebacken hat. Auch keine schlechte Taktik. Hey, liebe Kinder, vergesst nicht, ein Like dazulassen und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Ach ja, wenn ihr unseren Kuchen nachbacken wollt, findet ihr das Rezept in der Videobeschreibung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. All thanks are due to him, the Lord of all the worlds. All praise is due to him, for the mercy he gives us all.